Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ein Märchlein der Gebrüder Grimm. Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte, und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger und es fielen 3 Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich, hätte ich ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz und ward darum Schneewittchen genannt. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin. Über ein Jahr nahm sich der König eine andere Gemahlin. Es war eine schöne Frau, aber sie war stolz und übermütig und konnte nicht leiden, dass sie an Schönheit von jemandem sollte übertroffen werden. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel. Wenn sie vor den trat und sich darin beschaute, sprach sie: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete der Spiegel: Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Da ward sie zufrieden, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagte. Schneewittchen aber wuchs heran und wurde immer schöner. Und als es 7 Jahre alt war, war es so schön wie der klare Tag und schöner als die Königin selbst. Als diese einmal ihren Spiegel fragte: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete er: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen ist 1000-mal schöner als ihr. Da erschrak die Königin und ward gelb und grün vor Neid. Von Stund an, wenn sie Schneewittchen erblickte, kehrte sich ihr das Herz im Leibe herum. So hasste sie das Mädchen. Und der Neid und Hochmut wuchsen wie ein Unkraut in ihrem Herzen immer höher, dass sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Da rief sie einen Jäger und sprach: Bring das Kind hinaus in den Wald. Ich will's nicht mehr vor meinen Augen sehen. Weißt du was? Es reicht mir nicht, sie nicht nur nicht mehr sehen zu müssen. Du sollst es töten und mir Lunge und Leber zum Wahrzeichen mitbringen. Der Jäger gehorchte und führte es hinaus. Und als er den Hirschfänger gezogen hatte und Schneewittchens unschuldiges Herz durchbohren wollte, fing es an zu weinen und sprach: Ach, lieber Jäger, lass mir mein Leben. Ich will in den Wald laufen und nimmermehr wiederkommen. Und weil es gar so schön war, denn so sind die Männer, hatte der Jäger Mitleid und sprach: So lauf hin, du armes Kind. Die wilden Tiere werden dich bald gefressen haben, dachte er. Und doch war es ihm, als wäre ein Stein von seinem Herzen gewälzt, weil er es nicht zu töten brauchte. Und als gerade ein junger Frischling dahergesprungen kam, stach er ihn kurzerhand ab, nahm Lunge und Leber heraus und brachte sie als Wahrzeichen der Königin mit. Der Koch musste sie in Salz kochen und das boshafte Weib aß sie auf und meinte, sie hätte nun Schneewittchens Lunge und Leber gegessen. Nun war das arme Kind in dem großen Wald mutterseelenallein und ward ihm so Angst, dass es alle Blätter an den Bäumen ansah und nicht wusste, wie es sich helfen sollte.
Da fing es an zu laufen und lief über die spitzen Steine und durch die Dornen, und die wilden Tiere sprangen an ihm vorbei. Aber sie taten ihm nichts. Es lief, solange nur die Füße noch fort konnten, bis es bald Abend werden sollte. Da saß ein kleines Häuschen und ging hinein, sich zu ruhen. In dem Häuschen war alles klein, aber so zierlich und reinlich, dass es nicht zu sagen ist. Da stand ein weißgedecktes Tischlein mit 7 kleinen Tellern, jedes Tellerlein mit seinem Löffellein, ferner 7 Messerlein und Gäbelein und 7 Becherlein. An der Wand waren 7 Bettlein nebeneinander aufgestellt und schneeweiße Laken darüber gedeckt. Schneewittchen, weil es so hungrig und durstig war, aß von jedem Tellerlein ein wenig Gemüse und Brot und trank aus jedem Becherlein einen Tröpflein Wein, denn es wollte nicht einem alles wegnehmen. So bediente es sich halt bei allen, aber nur ein bisschen. Hernach, weil es so müde war, legte es sich in ein Bettchen, aber keins passte. Das eine war zu lang, das andere zu kurz, bis endlich das 7. recht war. Und darin blieb es liegen, befahl sich Gott und schlief ein. Als es ganz dunkel geworden war, kamen die Herren von dem Häuslein. Das waren die 7 Zwerge, die in den Bergen nach Erz hackten und gruben. Sie zündeten ihre 7 Lichtlein an, und wie es nun hell im Häuslein war, sahen sie, dass jemand darin gesessen war. Denn es stand nicht alles so in der Ordnung, wie sie es verlassen hatten. Der erste sprach: Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen? Der zweite: Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Der dritte: Wer hat von meinem Brötchen genommen? Der vierte: Wer hat von meinem Gemüschen gegessen? Der fünfte: Wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen? Der sechste: Wer hat mit meinem Messerchen gesnitten? Der siebente: Ihr habt gut reden, aber wer hat aus meinem Becherlein getrunken? Dann sah sich der erste um und sah, dass auf seinem Bett eine kleine Delle war. Da sprach er: Wer hat in meinem Bettchen getreten? Die anderen kamen gelaufen und riefen: In meinem auch! In meinem hat auch jemand gelegen! Der siebente aber, als er in sein Bett sah, erblickte Schneewittchen. Das lag darin und schlief. Nun rief er die anderen, die kamen herbeigelaufen und schrien vor Verwunderung, holten ihre 7 Lichtlein und beleuchteten Schneewittchen. Ei du mein Gott, ei du mein Gott, riefen sie, was ist das Kind so schön? Und hatten so große Freude, dass sie es nicht aufweckten, sondern im Bettlein fortschlafen ließen. Der 7. Zwerg aber schlief bei seinen Gesellen, bei jedem eine Stunde. Da war die Nacht herum. Als es Morgen war, erwachte Schneewittchen, und wie es die 7 Zwerge sah, erschrak es. Sie waren aber freundlich und fragten: Wie heißt du? Ich heiße Schneewittchen, antwortete es. Wie bist du in unser Haus gekommen? Sprachen weiter die Zwerge. Da erzählte es ihnen, dass seine Stiefmutter es hätte wollen umbringen lassen, der Jäger hätte ihm aber das Leben geschenkt. Und da wäre es gelaufen, den ganzen Tag, bis es endlich ihr Häuslein gefunden hätte. Die Zwerge sprachen: Willst du unseren Haushalt versehen, kochen, Betten waschen, nähen und stricken? Und willst du alles ordentlich und reinlich halten, so kannst du bei uns bleiben. Und es soll dir an nichts fehlen. Nichts gegen Gastfreundschaft im Allgemeinen, aber wer bleiben möchte, muss halt mit anpacken. Königstochter oder nicht? Ja, sagte Schneewittchen, von Herzen gern. Und blieb bei ihnen. Es hielt ihnen das Haus in Ordnung. Morgens gingen sie in die Berge und suchten Erz und Gold. Abends kamen sie wieder, und da musste ihr Essen bereit sein. Den ganzen Tag über war das Mädchen allein. Da warnten es die guten Zwerglein und sprachen: Hüte dich vor deiner Stiefmutter. Die wird bald wissen, dass du hier bist.
Lass ja niemand herein. Die Königin aber, nachdem sie Schneewittchens Lunge und Leber glaubte gegessen zu haben, dachte nicht anders, als sie wäre wieder die Erste und Allerschönste, trat vor ihrem Spiegel und sprach: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da antwortete der Spiegel: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr. Da erschrak sie, denn sie wusste, dass der Spiegel keine Unwahrheit sprach und merkte, dass der Jäger sie betrogen hatte und Schneewittchen noch am Leben war. Und da sann und sann sie aufs Neue, wie sie es umbringen wollte. Denn solange sie nicht die Schönste war im ganzen Land, ließ ihr der Neid keine Ruhe. Und als sie sich endlich etwas ausgedacht hatte, färbte sie sich das Gesicht und kleidete sich wie eine alte Krämerin und war ganz unkenntlich. In dieser Gestalt ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Tür und rief: Schöne Ware, Pfeil! Schöne Ware, Pfeil! Pfeil! Schneewittchen guckte zum Fenster hinaus und rief: Guten Tag, liebe Frau! Was habt ihr zu verkaufen? Gute Ware, antwortete sie. Schnürriemen von allen Farben, und holte einen hervor, der aus bunter Seide geflochten war. Die ehrliche Frau kann ich hereinlassen, dachte Schneewittchen, riegelte die Türe auf und kaufte sich den hübschen Schnürriemen. Kind, sprach die Alte, wie du aussiehst. Komm her, ich will dich einmal ordentlich schnüren. Schneewittchen hatte keine Arg, stellte sich vor sie und ließ sich mit dem neuen Schnürriemen schnüren. Aber die Alte schnürte geschwind und schnürte so fest, dass es dem Schneewittchen der Atem verging und es für tot hinfiel. Nun bist du die Schönste gewesen, sprach sie und eilte hinaus. Nicht lange darauf, zur Abendzeit, kamen die sieben Zwerge nach Haus. Aber wie erschraken sie, als sie ihr liebes Schneewittchen auf der Erde liegen sahen, und es regte und bewegte sich nicht, als wäre es tot. Sie hoben es in die Höhe, und weil sie sahen, dass es zu fest geschnürt war, schnitten sie den Schnürriemen entzwei. Da fing es an, ein wenig zu atmen, und ward nach und nach wieder lebendig. Als die Zwerge hörten, was geschehen war, sprachen sie: Die alte Krämerfrau. Es war bestimmt niemand anderes als die gottlose Königin. Hüte dich und lass keinen Menschen herein, wenn wir nicht bei dir sind. Das böse Weib aber, als es nach Hause gekommen war, ging vor den Spiegel und fragte: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da antwortete er wie sonst: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr. Als sie das hörte, lief ihr alles Blut zum Herzen. So erschrak sie, denn sie sah wohl, dass Schneewittchen wieder lebendig geworden war. Nun aber, sprach sie, nun aber will ich etwas aussehen, das dich zugrunde richten soll. Und mit Hexenkünsten, die sie verstand, machte sie einen giftigen Kamm. Dann verkleidete sie sich und nahm die Gestalt eines anderen alten Weibes an. So ging sie hin, über die sieben Berge, zu den sieben Zwergen, klopfte an die Tür und rief: Gute Ware, Pfeil, gute Ware, Pfeil. Schneewittchen schaute heraus und sprach: Geht nur weiter, ich darf niemanden hereinlassen. Hereinlassen schön und gut, aber das Ansehen wird dir doch erlaubt sein, oder? Sprach die Alte, zog den giftigen Kamm heraus und hielt ihn in die Höhe. Da gefiel er dem Kinde so gut, dass es sich betören ließ und die Türe öffnete. Wenn es um Schönheit geht, verlieren halt viele ihre Vorsicht,
selbst nach einem Anschlag auf das eigene Leben. Als sie des Kaufs einig waren, denn wenn man schon dabei ist, kann man ja immer noch ein wenig verdienen, sprach die Alte: Nun will ich dich einmal ordentlich kämmen, mein Kind. Das arme Schneewittchen dachte an nichts, ließ die Alte gewähren. Aber kaum hatte sie den Kamm in die Haare gesteckt, als das Gift darin wirkte und das Mädchen ohne Besinnung niederfiel. Du Ausbund von Schönheit, sprach das boshafte Weib. Jetzt ist's um dich geschehen. Und ging fort. Zum Glück aber war es bald Abend, wo die 7 Zwerglein nach Hause kamen. Als sie Schneewittchen wie tot auf der Erde liegen sahen, hatten sie gleich die Stiefmutter in Verdacht, suchten nach und fanden den giftigen Kamm. Und kaum hatten sie ihn herausgezogen, so kam Schneewittchen wieder zu sich und erzählte, was vorgegangen war. Da warnten sie es noch einmal auf der Hut zu sein und niemand die Türe zu öffnen. Die Königin allerdings stellte sich daheim vor den Spiegel und sprach: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Da antwortete er wie vorher: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen über den Bergen bei den 7 Zwergen ist noch 1000-mal schöner als ihr. Als sie den Spiegel so reden hörte, zitterte und bebte sie vor Zorn. Wie viele Leben hat das verfluchte Gör? Schneewittchen soll sterben, rief sie. Und wenn es mein eigenes Leben kostet. Darauf ging sie in eine ganz verborgene, einsame Kammer, wo niemand hinkam, und machte da einen giftigen, giftigen Apfel. Äußerlich sah er schön aus, weiß mit roten Backen, dass jeder, der ihn erblickte, Lust danach bekam. Aber wer ein Stückchen davon aß, der musste sterben. Als der Apfel fertig war, färbte sie sich das Gesicht und verkleidete sich wie eine Bauersfrau. Und so ging sie über die 7 Berge zu den 7 Zwergen. Sie klopfte an. Schneewittchen streckte den Kopf zum Fenster heraus und sprach: Ich darf keinen Menschen einlassen. Die 7 Zwerge haben's mir verboten. Mir auch recht, antwortete die Bäuerin. Meine Äpfel will ich schon loswerden. Weißt du was, mein schönes Kind? Da, einen will ich dir schenken. Nein, sprach Schneewittchen. Ich darf auch nichts annehmen. Fürchtest du dich etwa vor Gift? Sprach die Alte. Siehst du. Da schneide ich den Apfel in 2 Teile. So. Den roten backen, den weißen will ich essen. Der Apfel war aber so künstlich gemacht, dass der rote Backen allein giftig war. Schneewittchen lusterte den schönen Apfel an. Und als es sah, dass die Bäuerin davon aß, so konnte es nicht länger widerstehen, streckte die Hand hinaus und nahm die giftige Hälfte. Kaum aber hatte es einen Bissen davon im Mund, so fiel es tot zur Erde nieder. Da betrachtete es die Königin mit grausigen Blicken und lachte überlaut und sprach: Weiß wie Schnee, rot wie Blut und schwarz wie Ebenholz. Diesmal können dich die Zwerge nicht wieder erwecken. Sterbe wohl und liege lang. Und als sie daheim den Spiegel befragte: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete er endlich: Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Da hatte ihr neidisches Herz Ruhe, so gut ein neidisches Herz Ruhe haben kann. Die Zwerglein, wie sie abends nach Hause kamen,
fanden Schneewittchen auf der Erde liegen. Und es ging kein Atem mehr aus seinem Mund. Und es war tot. Sie hoben es auf, suchten, ob sie etwas Giftiges fänden, schnürten es auf, kämmten ihm die Haare, wuschen es mit Wasser und Wein. Aber es half alles nichts. Das liebe Kind war tot und blieb tot. Sie legten es auf eine Bahre und setzten sich alle siebene daran und beweinten es und weinten 3 Tage lang. Da wollten sie es begraben. Aber es sah noch so frisch aus, wie ein lebender Mensch, und hatte noch seine schönen, roten Backen. Sie sprachen, das können wir nicht in die schwarze Erde versenken, und ließen einen durchsichtigen Sarg von Glas machen, dass man es von allen Seiten sehen konnte, und schrieben mit goldenen Buchstaben seinen Namen darauf, und dass es eine Königstochter wäre. Dann setzten sie den Sarg hinaus auf den Berg, und einer von ihnen blieb immer dabei und bewachte ihn. Und die Tiere kamen auch und beweinten Schneewittchen. Erst eine Eule, dann ein Rabe, zuletzt ein Täubchen. Nun lag Schneewittchen lange, lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht, sondern sah aus, als wenn es schliefe. Denn es war noch so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Es geschah aber, dass ein Königssohn in den Wald geriet und zu dem Zwergenhaus kam, da zu übernachten. Er sah auf dem Berg den Sarg und das schöne Schneewittchen darin und las, was mit goldenen Buchstaben darauf geschrieben war. Da sprach er zu den Zwergen, »Lasst mir den Sarg. Ich will euch geben, was auch immer ihr dafür haben wollt.« Aber die Zwerge antworteten, »Wir geben ihn nicht für alles Gold der Welt.« Da sprach er, »So schenkt mir ihn, denn ich kann nicht leben, ohne Schneewittchen zu sehen. Ich will es ehren und hochachten wie mein Liebstes.« Wie er so sprach, empfanden die guten Zwerglein Mitleid mit ihm und gaben ihm den Sarg. Der Königssohn ließ ihn nun von seinen Dienern auf den Schultern forttragen. Da geschah es, dass sie über einen Strauch stolperten und von dem Schüttern, wo der giftige Apfelgrütz, den Schneewittchen abgebissen hatte, aus dem Hals. Und nicht lange, so öffnete es die Augen, hob den Deckel vom Sarg in die Höhe und richtete sich auf und ward wieder lebendig. »Ach Gott, wo bin ich?« rief es. Der Königssohn sagte voll Freude, »Du bist bei mir!« und erzählte, was sich zugetragen hatte, und sprach, »Ich habe dich lieber als alles auf der Welt. Komm mit mir in meines Vaters Schloss. Du sollst meine Gemahlin werden.« Da war ihm Schneewittchen gut und ging mit ihm, und ihre Hochzeit ward mit großer Pracht und Herrlichkeit angeordnet. Zu dem Feste wurde aber auch Schneewittchens gottlose Stiefmutter eingeladen. Wie sie sich nun mit schönen Kleidern angetan hatte, trat sie vor dem Spiegel und sprach, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Der Spiegel antwortete, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber die junge Königin ist noch 1000-mal schöner als ihr.« Da stieß das böse Weib einen Fluch aus und ward ihr so Angst, dass sie sich nicht zu lassen wusste. Sie wollte zuerst gar nicht auf die Hochzeit kommen, doch ließ es ihr keine Ruhe. Sie musste fort und die junge Königin sehen, wie schön sie war. Sehen, wer es wagte, schöner zu sein als sie. Und wie sie hineintrat, erkannte sie Schneewittchen. Und vor Angst und Schrecken stand sie da und konnte sich nicht regen. Aber es waren schon eiserne Pantoffel über Kohlenfeuer gestellt.
Immerhin hatte man Zwerge da und die verstehen sich auf die Schmiedekunst und wurden mit Zangen hereingetragen und vor sie hingestellt. Da musste sie in die rotglühenden Schuhe treten und so lange tanzen, bis sie tot zur Erde fiel.